bei unserem letzten Conspiracy Booster. 15 Kartenpack, aufmachen, gucken. Erstmal Regelkarte. Gut. Fängt an wie beim letzten Mal. Plated Sea Strider, 2 Mana 1-4, kein Effekt. Dann haben wir einen Noblen Templar, 6 Mana 3-6 Wachsamkeit und ihr könnt ihn für 2 Mana abwerfen und euch eine Ebene aus dem Deck suchen. Ist eigentlich ziemlich stark. Dann haben wir Dream Factor, für 3 Mana ist eine Instant, also eine Spontanzauber, ihr countert einen Zauber und der Beherrscher dieses Zaubers zieht eine Karte und ihr dürft eine Karte ziehen. Fairer Deal, ist okay. Dann haben wir Screaming Seahawk, 5 Mana 2-2 fliegend und wenn er ins Spiel kommt, könnt ihr euer Deck nach einem weiteren davon durchsuchen und den auf die Hand nehmen. Dann haben wir Power of Fire, 2 Mana, Verzauberung eine Aura, ihr verzaubert eine Kreatur und die verzauberte Kreatur hat Tappen, fügt einer Kreatur oder dem Spieler einen Schaden zu. Haben wir eine bessere Version gerade eben schon gesehen. Dann haben wir Zombie Goliath, 5 Mana 4-3, kein Effekt. Dann haben wir Echoing Courage, 2 Mana Instant, ihr gebt eine Kreatur eurer Wahl, +2/+2 und allen mit demselben Namen. Hierbei ist wichtig zu sagen, dass Token ja immer denselben Namen haben und dementsprechend die Echoing mit Token richtig gut funktionieren. Dann haben wir Necromantic Thirst, 4 Mana Verzauberung, Kreaturenverzauberung und ihr, immer wenn die Kreatur dem Gegner Kampfschaden zufügt, dann könnt ihr eine Kreatur aus eurem Friedhof wieder auf eure Hand nehmen. Das ist an sich nicht schlecht, aber gibt halt kein Plus und nichts, deswegen. Nee. Dann haben wir Moment of Heroism. Für 2 Mana Instant kriegt eine Kreatur +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Auch nicht der Wahnsinn. Dann eine Karte, die ich sehr, sehr cool fand, damals in Kamigawa. Minamo Soul Scroll Keeper. 2 Mana 2-3 Defender und euer Handkartenlimit ist um 1 erhöht. Das finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir Air Servant, 5 Mana 4-4 fliegend. Für 3 Mana tappt ihr eine Kreatur mit fliegend. Das ist so meh. Dann haben wir Barbed Shocker, 4 Mana Trampeleile. Das ist übrigens eine sehr geile Kreatur. 4 Mana 2-2. Immer wenn sie wieder einen Kampfschaden zufügt, muss dieser Spieler seine Hand ab... Ne, generellen Schaden zufügt. Muss kein Kampfschaden sein. Muss dieser Spieler seine Hand abwerfen und zieht 7 Karten neu. Das ist sehr, sehr geil mit Kombination mit zum Beispiel dieser Verzauberung hier. So fürs Draft oder fürs Sealed Deck oder sonstiges. So. Unsere letzte Ankam, Victism. Für 3 Mana Sorcery, ihr wählt eine 2 Kreaturen aus eurem Friedhof, danach opfert ihr eine Kreatur und bringt die 2 Kreaturen aus eurem Friedhof getappt ins Spiel. Und unsere Rare ist Realmseeker. 6 Mana 0-0, Realmseeker kommt mit X+1/+1 Marken ins Spiel, wobei X die Anzahl an allen Kreaturen, allen Karten auf den Händen aller Spieler ist. Boah, was eine Geburt. Und für 3 Mana könnt ihr eine +1/+1 Marke von ihm entfernen und euer Deck nach irgendeiner Länderkarte durchsuchen und sie ins Spiel bringen. Das ist sehr, sehr geil, weil es eine Landkarte ist und er kann für 6 Mana im Multiplayer richtig riesig sein. Also es ist echt eine Hammerkarte. Und ein Lurking Automat. Automatum. What the fuck? 5 Mana 0-0 und wenn ihr müsst den vorzeigen, wenn ihr ihn draftet. Und dabei notiert ihr euch dann, welche Karte er war, die ihr gedraftet habt. Also wie viele Karten ihr schon vorher gedraftet habt. In einem Booster, wo nur noch 8 Karten drin sind und ihr ihn pickt, gilt er als die 8. Karte. Wenn da nur noch 6 Karten drin sind und ihr ihn pickt, gilt er als die 10. Karte. Ja, die 10. Karte. Und dementsprechend kriegt ihr dann, wenn er ins Spiel kommt, so viele +1/+1 Marken, wie die höchste Anzahl an diesen Zahlen, die ihr euch gemerkt habt, mit diesem Licking Automatum, die ihr gepickt habt. Das heißt, ab dem 5. Pick oder so wird der interessant, weil dann ist er für 5 Mana 5-5. Später ist der noch besser, aber man will den irgendwann später nicht mehr rumgeben, weil der sonst zu stark wird. Auch für eine Common. Gut, ich freue mich über die Rare, die ist sehr, sehr cool, aber... Der Rest ist so leicht ernüchternd, wie der ganze andere Rest von unseren Conspiracies auch. Aber naja, ich würde sagen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.